Die Förderung der hauseigenen Talente beim FC Bayern ist immer wieder ein Reizthema. Nicht selten ernten die Münchner Kritik, weil trotz der überragenden Bedingungen im Bayern Campus zu wenige Nachwuchsspieler den Sprung zu den Profis schaffen. Um den Youngstern mehr Spielzeit zu geben, plant der deutsche Rekordmeister einige Leihgeschäfte. Die Profis des FC Bayern stehen täglich unter großem Erfolgsdruck. Egal ob Bundesliga, DFB-Pokal oder Champions League, man will in jeder Saison alle Titel gewinnen. Aufgrund dieser hohen Erwartungshaltung ist es für junge Talente oft sehr schwierig, sich in der ersten Mannschaft zu etablieren, da überwiegend auf gestandene Profis gesetzt wird. Mit Malik Tillmann, Yusuf Kabadayi und Josip Stanisic haben bereits 3 Spieler den Verein auf Leihbasis verlassen. Laut Sport1-Chefreporter Kerry Howe konkretisieren sich bei den FCB-Youngstern nun die weiteren Karriereplanungen. Gabriel Vidovic zum Beispiel, der alle Jugendmannschaften der Bayern durchlaufen hat, steht vor einem Wechsel zu Dynamo Zagreb. Bisher konnte der kroatische U21-Nationalspieler nur magere 4 Profieinsätze verzeichnen. Die Gespräche mit Zagreb sollen sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Laut Florian Plettenberg von Sky möchte der kroatische Serienmeister Dynamo Vidovic bis zum Ende der Saison ausleihen. Zudem hat sich Zagreb eine Kaufoption in Höhe von 4 Millionen Euro gesichert. Interessant ist, der FC Bayern hingegen besitzt eine Rückkaufoption, welche sich auf knapp 10 Millionen Euro belaufen soll. Der offensive Mittelfeldspieler war in der Vorsaison bereits an Vitesse Arnheim ausgeliehen, kehrte im Sommer jedoch zurück nach München. Auch die 4 gelobten Talente Paul Wanner und Arion Ibrahimovic prüfen aktuell verschiedene Optionen. Für den 17-jährigen Wanner interessieren sich laut Kerry Howe Vereine aus dem Ausland. Zuletzt wurden FK Austria Wien und SK Rapid Wien als mögliche Interessenten gehandelt. Aktuell ist aber unklar, ob beide Vereine aus der österreichischen Liga an einer Verpflichtung Wanners arbeiten. Der ebenfalls erst 17 Jahre alte Ibrahimovic wird hingegen mit Vereinen aus der zweiten Bundesliga und dem Ausland in Verbindung gebracht. Dem Vernehmen nach steht der Offensivspieler kurz vor einem Wechsel nach Italien. Bei Tarek Buchmann, Alexander Pavlovic und Franz Kretzig gestaltet sich die Situation anders, denn alle 3 sollen beim FC Bayern München bleiben. Während Buchmann hauptsächlich am Profitraining teilnehmen und weiterhin in der U19 und U23 spielen wird, haben sich Pavlovic und Kretzig in der Vorbereitung in den Fokus gespielt. Kretzig zeigte mit seinem sehenswerten Siegtreffer gegen den FC Liverpool sein großes Potenzial und auch Pavlovic hat laut Thomas Tuchel eine sehr positive Entwicklung hingelegt.